Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smash Brothers. Denn euch schienen ja die Videos sehr gefallen zu haben, deswegen haben wir, glaube ich, vor, ab und zu mal noch ein bisschen Smash Brothers Videos zu machen. Die wir, glaube ich, sogar häufiger machen werden als die Mario Kart Videos, die wir machen wollten, weil es ist irgendwie weitaus einfacher für uns Smash Bros. Aufzunehmen als Mario Kart. Ja, ganz ehrlich, mein Headset war zu kurz, dass ich nicht vernünftig auf dem Bett liegen konnte zum Spielen, ne? Das heißt, ich musste total ungemütlich sitzen und dann muss ich die ganze Zeit mein Mikro umräumen. Aber so kann ich ja genauso wie jetzt, wenn ich Pokémon aufnehme. Na. Und wir haben uns da überlegt, wir werden zweimal, also wenn wir jetzt One-on-One spielen, weil das wurde auch gewünscht. Und da werden wir zwei Runden spielen auf den Omega-Stages. Einmal ohne Items, einmal mit Items. Also da musst du X drücken, dass du nur Omega auswählst bei den Stages, ne? Was? Wenn du Stage-Auswahl hast, musst du X drücken, dass nur Omega kommt. X? X, ja, bevor du die Stage auswählst. Ich habe schon längst Stage ausgewählt. Dann hoffen wir, dass alles richtig ist. Ich schätze nicht, weil ich das ja nicht wusste. Naja, wenn wir Glück haben, kommt ja auch meine dran. 50-50 Chance, ne? Ja. Ansonsten nochmal Neustart. Mit richtig schönem Fail am Anfang. Oh ja, ich muss ja auf Anfang drücken. Vergesse ich sehr leicht. Ich glaube, wir werden auch nicht sehr viel kommentieren. Weil wir uns darauf konzentrieren. Okay, perfekt. Omega. Fängt ja gut an. Fängt wirklich gut an. Also, wie ihr seht, Melanie spielt Zero Suit Samus, während ich Toon Link spiele. Das funktioniert nicht. Ja, ihr merkt, wir konzentrieren uns hier gerade sehr stark. Ja. Aber ich muss sagen, an sich das Konzept der Omega-Stages mag ich relativ. Ich bin zwar wirklich eher so ein Casual-Spieler, ne? Aber wenn ich mir wirklich mal so oft angeguckt habe, wie andere halt Smash Bros. Gespielt haben, halt dieses typische, meistens mal auf Final Destination, ohne Items, ne? Da war das schon relativ langweilig. Und da finde ich das echt gut, dass man jetzt quasi zu jeder Stage eine Omega-Version hat. Oh, jetzt kommt man da nicht zurück. Ah. Ihr seht auch, wir beide sind auch nicht wirklich gut, was Schilde benutzen und so ist anbelangt. Also wirklich. Wir spielen eher Flash. Wusstest du, das ist das neue Smash Bros. Das heißt jetzt Flash. Flash Bros. Ah, fuck it! Und ich habe mich dabei noch mit selbst umgebracht. Yay! Yeah. Yay! Ganz ehrlich, ich mag Toon Link. Das ist nämlich einer meiner liebsten Charaktere. Aber ich glaube, ich zeig noch. Soll ich mal mit Peach ankommen? Klar, ich nehme auch mal Bowser Jr. Der ja auch die anderen Koopalinge als Dingens hat, aber naja. Totet die, was läuft? Ja, wir machen doch jetzt eben hier den Part. Ist ja noch... Oh, Moment, ich muss die Items einstellen. Okay. Dafür hol ich mal ganz schnell, weil wir haben ja gesagt, eine Runde mit, eine Runde ohne Items. Ich habe auch nicht gedacht, dass wir so schnell fertig werden. Ach, jetzt kann ich nicht ändern, weil du drinne bist oder was? Weil du schon in der Stage-Auswahl bist. Komm wieder zurück. Okay. Jetzt trotzdem nicht. Mach deinen Charakter weg. Kann ich trotzdem nicht. Dann starte ich nochmal neu. Dann sehen wir auch mal ganz kurz das Online-Menü. Yay. Hier, neues Spiel. Yay! Okay. Jetzt kann ich hier an den Versuchen was ändern, an den Items was ändern. Ich verstehe auch nicht, warum ich da jetzt nicht unbedingt direkt Items einschalten konnte.
Ja, Melanie darf teilnehmen. Ich glaube, wir machen es mal ein klein bisschen spannender. Wir machen 4 Leben. Okay. Hey, das letzte Mal, das ging ja relativ schnell, ne? Und dann sollen wir wieder mit diesem Omega? Ja, wieder mit Omega. Okay, und dann? Ja, X und dann nimmst du irgendeine nimmst du irgendeine oder drückst auf Zufall. Okay. Wie ja viele wissen, nicht wissen, das ist der Buchstabe Omega. Wird in der Physik auch für Ohm benutzt, was Spannungen waren, glaube ich. Nee, Widerstand. Ach, okay. Widerstand war Ohm. Haben wir heute mal was gelernt? Yeah. Bei Smash Bros. Ist das ganz sicher die Omega Stage? Weil da noch eine weitere. Plattform ist. Ich dachte, da wären keine anderen Plattformen in Omega Stages. Mist. Yes. Aber ihr könnt ja mal schreiben, was so eure Lieblingscharaktere sind. Also ich kann persönlich mal relativ gut mit Link. Aber auch hier Bowser Jr. mag ich an sich sehr. Also ich habe schon immer sehr gerne mit Link gespielt. Auch mit Samus spiele ich sehr gerne. Oder Kirby. Kirby ist auch immer toll. Schade, bist mich natürlich nicht reingelaufen. Ey, wie bist du da durchgekommen? Ganz ehrlich mal, what the? Was wird das? What the? Wenn du in meinen Schirm springst, wirst du automatisch getroffen. Echt? Ja. Ich mag Peach nicht. Das passiert mir immer wieder. Echt mal, das passiert mir immer wieder, dass ich mit dem Auto quasi runterfahre. Ich muss auch sagen, ich spiele eigentlich mit jedem Charakter immer sehr gerne die alternativen Kostüme, außer bei Bowser Jr., weil ich mag die anderen Koopalinge nicht. Ich liebe Bowser Jr., aber die anderen Koopalinge finde ich teilweise echt immer nervig. Kannst du mal aufhören? Nö. Ich mag die Attacke halt. Mach was anderes. Hey. Mach ich doch. Boom. Arschbackpfeife. Hey, come on. Yes! Oh. Braver Bowser! Aua! Booms! Au! Guck mal, ich hab so ein Spielzeug für dich. Ganz ehrlich, ich könnte nie mit Peach spielen, dann müsst ihr den ganzen Tag. Oder nicht gegen dich mit Peach spielen, dann müsst ihr den ganzen Tag. Hatscha! Dann müsst ihr den ganzen Tag immer. Hatscha! Hatscha! Genau das. Und nebenbei, diese Attacke, die Melanie gerade gemacht hat, die bannt einen beim Online-Play. Weil da wird halt ein Item generiert und das kann dann. Das wird dann quasi als da ja im One-on-One, diesem For Glory-Mode. Sind ja keine Items erlaubt. Und dadurch einen Fehler meint das Spiel dann, da sind Items drin und man würde cheaten. Und deswegen wird man dann gebannt.
Come on. Ja, töte dich. Töte dich. Komm schon. Aber wie die Leute bestimmt jetzt schon länger bemerkt haben, wir müssen sie echt stark konzentrieren. Ich meine, so wie wir spielen, das ist so Casual Play für jeden ernsthaften Smash-Spieler. Aber für uns ist das schon hohes Gefühle. Lass das, Mama Peach! Nein! Nein! Boom! Ich liebe das, dass das Teil noch explodiert. Bitch Slap. Ja, es war eher ein Golf Club Slap, ne? Ganz ehrlich, kannst du noch irgendeine andere Attacke machen? Hatscha! Hatscha! Das gibt mir so auf den Piss! Das ist so richtig übel! Jedes Mal! Ganz ehrlich, bei Peach will ich echt schon das Spiel muten. Schade, das hätte ich noch treffen können. Wäre es ein bisschen größer. Hättest du nicht Bowser spielen können? Ey, ich hab doch noch hier ausgewichen. Luft ausweichen. Egal, die Bohrer haben es mal wieder erledigt. Ich bin so scheiße, das Spiel. Ich bin auch nicht besser. Ich spiel's trotzdem gerne. Ich spiel's trotzdem gerne. Servus. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieser etwas kurze Part gefallen, wo wir One-on-One gekämpft haben. Ich glaube, ich werde noch selber einen Part machen, wo ich alleine spiele, weil wir können halt über Internet nicht Smash Run spielen. Ne? Wo ich euch mal den Smash Run-Modus zeige. Wenn ihr auch natürlich wollt, dass ihr, dass ihr so zugucken könnt, wie wir weiterfehlen, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Wenn es auf jeden Fall gefallen hat, drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein. Und auch bei unseren anderen Let's Plays und bis dann. Bye.